Willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu Let's Play Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Ich bin der dufte Typ, das ist die dufte Mieze in galeischen Klamotten, denn wir haben uns in Schale geschmissen und einen galeischen Außenposten infiltriert, wo wir jetzt in einen Versorgungsturm versuchen einzubrechen, um hoffentlich Minfilia zu retten. Also, los geht's! Los geht's, habe ich gesagt! Ja... Nein! Minfilia und die anderen, sie leben, den 12 sei Dank. Meine Gabe ist es, was ihr wollt. Lasst die anderen gehen. Wenn ihr auch nur einen meiner Freunde ein Haar krümmt, werde ich mein Geheimnis mit mir ins Grab nehmen. Tataru, wir müssen irgendwas tun. Aber sie werden zu stark bewacht. Du hast ja recht, jetzt oder nie. Ja, ich höre, was ist passiert? Wie bitte? Ein Magitech-Schnitter? Gekapert? Die Delinquenten können doch noch nicht weit sein. Wir werden sofort einen Suchtrupp. Was? Sie haben schon das Castrum infiltriert? Jetzt oder nie? Wie? Was? Wer zum Henker seid ihr? Das ist doch unser Magitech-Schnitter. Alle Mann, vernichtet die Eindringlinge! Los geht's! Na, ihr Schnuckelchen? Seid ihr bereit für ein klein wenig Action? Ich habe da so eine Idee, wenn der erste von euch flöten geht. Im Moment habe ich nämlich nur einen. Probier mal was. Oh, das dauert aber. So, bam. Na, wird das was? Vor allem werde ich auch geheilt. Junge, geh mir nicht auf den Puffer. Das sieht schlecht aus hier gerade für mich. Nein, ich wollte gerade Blitz. Fuck. Nein! Oh, das ist ja auch kein Wunder. Mit diesem Billigausrüstung, die ich hier habe, kann ich ja auch gar nichts schaffen. Also. Als allererstes werde ich gar nicht einen Groß von den Leuten angreifen. Die Katzchen können wir überspringen. Kann nicht während des Kampfes ausgetragen werden. So, und das hier ist die Sau, die mir so viel Schaden verursacht hat. Also werde ich doch mich erstmal um ihn hier kümmern. Ja, löse die Fesseln zusammen, mag es Hoffnung geben. Ja, darauf hätte ich natürlich ein bisschen eher achten sollen. Ey. Scheibenkleister. So.
Bei wem fangen wir denn an? Wir fangen bei Urin Auger an. Bin ich jetzt eigentlich noch im Kampf? Jetzt nicht mehr. Papalimus fesseln. Deine Fesseln sind die nächsten. Wichtig ist nur, dass der Rest hier überlebt. Papalimo ist frei. Menphilia kann ich gerade nicht retten. Egal. Diesmal haben wir jetzt auch endlich einen Heiler. Im Heiler geht das Ganze natürlich weit, weit besser. Oh nein, da kommen noch mehr davon. So, wo ist der? Da ist er. Bam. Genau, den Heiler habe ich nämlich gesucht. Jetzt kralle ich mir die anderen Schergen hier auch noch. Bin mal gespannt, ob da noch eine zweite Welle kommt. Oder ob es damit dann jetzt war. Es sieht gut aus. Stirb! Geht doch! Die Rache ist mein. Dufte, ich habe jetzt solche Angst. Es war mir äußerst leichtsinnig, uns retten zu wollen. Du hast dabei nicht weniger als dein Leben riskiert. Trotzdem danke ich dir von Herzen. Du hast uns alle vor der Folter und dem Tod bewahrt. Entschuldigt bitte die Unterbrechung, aber hat jemand Tankred gesehen? War er nicht bei euch? Hier zu bleiben, wird uns keine Antworten bringen. Ich erachte es für weiser, den strategischen Rückzug anzutreten. Ja, gibt's da nun ein kleines Problem. Die Eindringlinge haben Menphilia befreit und du wagst es mir, solche eine Botschaft zu übermitteln? Findet sie! Sofort! Sie dürfen unter keinen Umständen entkommen. Höre ich etwa das Rattern über den Boden huschen? Ratten. Es war tatsächlich Livia Sass Junius, die du gesehen hast, Ida. Du hast wirklich Adleraugen. In ihrer strahlenweißen Rüstung ist die Hexe von Dalmaska nur schwer zu übersehen. Verdammt, ihr seid doch vom Bund der Morgenröte. Wie konntet ihr unsere Wachen überlisten? Um die Wahrheit zu sagen, das war einfacher als gedacht. Ihr habt uns mit euren eigenen Leuten ins Castrum befördert. Auch wenn es in der Lagerhalle ziemlich eng und ungemütlich war, ihr könntet da drin mal ein paar Lampen anbringen und ordentlich heizen. Ihr seid also mit dem Warentransport hier reingeschlüpft. Ich werde die Wachen für ihre Nachlässigkeit bestrafen müssen. Glaube mir, das sollte deine geringste Sorge sein, Livia Sass Junius. Wir haben nämlich noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Wir haben viel über dich in Erfahrung gebracht. Wir wissen, dass du den Überfall auf den Sonnenwind befehligt hast. Du hast all die Unschuldigen auf dem Gewissen. Ja, du bist verantwortlich für den Tod unserer Freunde. Dafür wirst du büßen.
Wir werden nicht zulassen, dass du Eorzea auch nur einen Tag länger terrorisierst. Mach dich bereit, deine gerechte Strafe zu empfangen. Eindringlinge, sie haben es auf Tribunus Livia abgesehen. Schnell, Lida, folg mir! Schnapp die Eindringlinge! Wo sind deine exzellenten Delegatus? Unten an der, in der Lagerhalle, mein Tribunus, mit unserem Gast. Erstattet ihm umgehend Bericht. Zu Befehl! Verdammt, das darf einfach nicht wahr sein! Da sind sie! Umzingelt sie! Mir reicht's. Ich sorge dafür, dass Tataru nichts passiert. Bix, bring unsere Freunde hier raus. Nein, Veg, du Idiot, tu das nicht! Verdammt, ich bringe Minfilia und die anderen in Sicherheit. Kannst du die Galea so lange aufhalten, Dufte? Der Kampf entfacht. Die Galea müssen uns weichen. Erstmal bist du dran. Nein, erstmal bist du dran. Nix mit Vita oder dergleichen. Ihr seid hier die Eindringlinge und ich bin der Bewahrer Eorzeas, der einzig wahre Bewahrer. Ich fühle mich in der Lage, diese Leute zu stoppen. Vielleicht nicht unbedingt alleine, vielleicht brauche ich dafür die Hilfe von anderen, aber das ist mir egal. Meine Fresse, hält er hier viel aus. Moment, ich glaube, ich erinnere mich an etwas. Irgendwas ist an diesem Ding seltsam. Wovon auch immer es erzeugt wird, Generator kann nicht weiter... Ah ja, okay, wir müssen einen Generator suchen. Wo ist dieser Generator? Ah, na sieh mal einer an. Du willst hier einen auf Schutz-Hampelmann machen? Na, wart's ab. Ich zeig dir schon, dass du es hier mit einer Übermacht zu tun hast, denn ich stehe für 1000. Dieses Ding wird erstmal in seine Bestandteile zerlegt. Und jetzt kümmern wir uns ganz feinsäuberlich nach einer kleinen Protestpause um den Magitek Frontbrecher, der hier sowieso gerade schon immens Lebenspunkte verliert. Bam. Ich würde schon sagen, kann ja nicht sein, dass der hier die ganzen... Woo! Nochmal welche davon. Oh, hier müssen noch mehr von den Dingern sein, glaube ich. Upsa. Unsere Attacken sind schon wieder nutzlos. Dann gucke ich mal hier nach. Hier ist nichts. Dann schaue ich mal hier hinten nach. Vielleicht ist hier noch ein Generator. Aha. Der nächste. Ach, und ich habe doch noch Blitz bekommen. Ich wollte es noch unterbrechen.
egal. So. Die Frontbrecher müssten jetzt nun... Ne, nehmen immer noch keinen Schaden. Das heißt, hier ist immer noch irgendwo ein... Ah, da ist der nächste Generator. Bam. Wupsi. Der hat aber eine ordentliche AOE hinterlassen. So, schlaf nochmal eine Runde. Oha, warum kommt denn jetzt hier auf die Idee, mich so dreist anzufallen? Ach Mist, da steht auch noch einer. Kommt bloß nicht auf die Idee, Orianger platt zu machen. Hier, greift lieber mich an. Ich setze mir auch extra noch ein Schildeid auf. Puh. Langsam aber sicher scheint sie Lebenspunkte zu verlieren. Immer schön aus dem AOE raus. Noch ein bisschen Lebenspunkte Schaden erhöhen. Also ich bin der Meinung, dass da immer noch ein Karfunkel zwischenspringt. Und der erste. Und der zweite. Noch einer? So ein Mist. Oh, der scheint gut Lebenspunkte zu verlieren, wenn man draufhaut. Dann schocken wir den doch erstmal. Danach kümmern wir uns um den Großen, weil nicht, dass der hier auf die Idee kommt, Schaden, also oder Lebenspunkte zu regenerieren von den Gegnern hier. Ja, da wär's passiert. Aber kam nicht rechtzeitig. Glück gehabt. Na, seht ihr mal, den ganzen Spaß hätte man in der letzten Folge eigentlich gar nicht reinbekommen. Gut, dass ich nochmal eher abgebrochen habe. Ihr dürft jetzt auch ein bisschen Schaden machen, da hinten. Ich bin ja nicht alleine auf der Welt. Orianger fürchtet den in die Enge getriebenen Feind. Ja, okay. Meinetwegen. Soll ich den jetzt fürchten oder sollen die uns fürchten? Ich verstehe jetzt gerade die Aussage nicht. Puh, endlich. Männer, bis auf die Blonde können wir alle umbringen. Stola! Tut mir leid für die Verspätung, Minfilia.
Salimo! Minfilia! Ida! Na endlich, Ida! Ah, so ein Glück. Ihr seid alle unverletzt. Also dann? Jawohl! Ran an die Arbeit! Allerdings wird das nicht gerade ein Vergnügen. Boah, du Dummkopf! Da kommst du einfach so dahergerannt und lässt das da stehen? Boah! Na, ich wäre ja sehr gespannt, wie du das machst. Hast du gesehen, wie viele da rumstehen? Ich hab getan, was ich konnte. Was ist denn da los? Aber da sitzt doch niemand drin. Sid, hört ihr mich? Ihr zählt jetzt bis 5 und dann springt ihr. Verstanden? Eins. Zwei. Drei. Vier. Die Leitfiguren Eoseas. Da machen sie sich lächerlich mit ihren hohlen Reden für die Einheit ihrer Völker. Welch unbeholfenem Gefasel diese Narren Beifall klatschen. Ein fader Aufguss tausendmal bemühter Plattitüden. Ihr Dilettanten! Es mangelt euch an Kraft! Ihr plagt euch ab mit Kreaturen, die mich nur ein müdes Lächeln kosten! Um tausendmal bin ich den Primae überlegen. Ich bin die Rettung, Eoseas. Begreift ihr das, ihr imbezilen Narren? Was ist das? Verflucht! Das ist die Waffe, die Garuda aufgesaugt hat. Ultima, also fertig. Ultima. Ein Vermächtnis der Alaga, das in Alamigo ausgegraben wurde. Die absolute Waffe. Kein Primae, der damit nicht bezwungen werden könnte. Keine Armee, die ihr standhalten würde. Verflucht sollst du sein, Gaius. Seht, da. Neben dem Legatus. Ein Ashien. Dieses Gewand. Es ist ein dunkler Fürst, die höchste Stufe der Ashiens. Dann muss das Lahabrea sein. Ashien Lahabrea. Tancred! Ist Ashien Lahabrea? Wir müssen hier weg! Jetzt! Tancred, nein! Das darf nicht sein! Tancred! Wer hätte so etwas gedacht? Und ich habe ihm auch noch vorgeschlagen, dass er die Nachforschungen über die Ashiens übernehmen soll. Es ist meine Schuld. Das bedeutet, dass die Ashiens alles wussten. Alle unsere Informationen sind nach außen gedrungen.
Gaius ist bereit, seine Trumpfkarte auszuspielen. Unser Bund war die letzte Hoffnung für die Allianz, aber nun hält man uns für tot. Wenn die Anführer jetzt von der Ultima-Waffe erfahren, treffen sie womöglich eine unüberlegte Entscheidung. Wir müssen sie so schnell wie möglich erreichen. Es ist noch nicht alles verloren. Krile? Ja, ich bin es. Immerhin sind wir unverletzt entkommen. Erinnerst du dich, worum ich dich gebeten habe? So schnell geht der Bund der Morgenröte nicht unter. Es ist schon fertig. Wir werden es schaffen, solange wir nur alle zusammenhalten. Vielen Dank. Wir stehen in Eor Sea soll davon erfahren. Von Garudas Ende und von der Auferstehung unseres Bundes. Jeder soll es wissen und Hoffnung schöpfen. Was jetzt kommt, hängt zu großen Teilen von dir ab. Und grüße deinen Großvater, ja? Also dann. Brechen wir auf. Die Führungsspitze muss informiert werden. Dieser galeische Teufel soll zu den sieben Höllen fahren und seine Ultima-Waffe gleich mit ihm. Ein Sturm braut sich über die Rotanosee zusammen. Alle Mahlstromeinheiten sollen in Alarmbereitschaft versetzt werden. Slafirsin soll alle Schiffe zum Auslaufen bereit machen. Mervip Ende. Der Mahlstrom ist bereit. Wie sieht es mit der Legion der Unsterblichen aus? Auch wir sind bereit. Ein Len Royal hat es alles im Griff. Gibt es noch immer keine Nachricht aus Ishgard? Nein. Sie halten es wohl nicht für nötig, uns zu antworten. Wo sind unsere Bitten wohl auf taube Ohren gestoßen? Das war leider nicht zu befürchten. Aber irgendwie schon. Wie lange will sich der Papst noch hinter den Mauern Ishgards verkriechen? Und wer hätte gedacht, dass sich jemand, der die Kriegsgöttin Halone verehrt, derart passiv verhalten kann? Nun denn, uns bleibt keine Wahl. Auf Personen, die allein durch ihre Abwesenheit glänzen, können wir nicht vertrauen. Die Irseische Allianz muss eine Entscheidung fällen. Deshalb habe ich diesen Rat einberufen. Ihr wisst, was auf dem Spiel steht. Legatus Gaius von Belsa, der Kommandant der galäischen 14. Legion, stellt uns vor eine existenzielle Wahl. Er behauptet, über die ultimative Waffe zu verfügen, die das Primae-Problem ein für allemal lösen kann. Wenn wir uns seiner Führung unterwerfen, will er eher sehr, sehr von den Primae befreien. Sollten wir uns ihm jedoch widersetzen, will er uns vernichten. Unterwerfen oder untergehen. Was das entscheidet, erscheint mir wie die Wahl zwischen Pest und Cholera. Uns muss klar sein, dass sich die Drohung gegen ganz Eorzea richtet. Kein Stadtstaat kann ihr allein begegnen.
Zum Guten oder zum Schlechten? Wir müssen gemeinsam Positionen beziehen. Dass Ishgard außen vor bleibt, ist schon schlimm genug. Doch zumindest die übrigen Stadtstaaten müssen mit einer Stimme sprechen. Uncooles Ding. Aber wir sind zum Glück direkt in Uldar. Und machen hier dann auch direkt einen Cut. Bis zur nächsten Folge. Let's Play Final Fantasy 14. Der Duftertyp verduftet erstmal. Bis dann.